Hallo aus gefühlten 10 Metern Höhe. Tatsächlich sind es nur 3. Ich bin hier auf einer Baustelle und im Hintergrund wird die Fassade gedämmt. Der Baustand ist gerade so, dass hinter mir die Solitex Fronta Penta, also die Wandschalungsbahn, verlegt wird. Da alle gerade damit beschäftigt sind, zu arbeiten, dachte ich, fasse ich mal die wichtigsten Informationen zusammen. Heute Morgen hat das Team angefangen, die Holzschalung, die erste Schalung, zu montieren. Und jetzt geht's weiter mit der Solitex Fronta Penta. Danach kommt eine schwarze Konterlattung und dann die Lückenschalung in Douglasie. Hinter dieser schwarzen Bahn ist eine Holzschalung aus Fichte-Tanne. Das ist die erste Schalung davor, also das, worauf man gedämmt hat sozusagen oder die Fassade davor schnallt. Das ist ein einfaches Mauerwerk. Das Haus ist aus dem 18. Jahrhundert, ich glaube 1790. Aber das Mauerwerk aus dem 20. Jahrhundert, also gar nicht so alt, aber es war, ist halt nicht gedämmt. Und deswegen wird hier gedämmt. Wir sind hier nämlich an der Nordostseite. Und wenn es mal regnet, dann regnet es nämlich hier heftig rein. Gedämmt wird das Ganze später mit einer Einblasdämmung. Das kommt dann später vom Dach oben. Wird das reingeblasen sozusagen mit extra Schläuchen, weil die Gefache nicht abgetrennt sind. Wichtig ist wie immer das genaue Arbeiten und ich habe mal ein paar Tipps reingeholt, auf was man achten muss, vor allem wenn man die Solitex Fronta Penta verarbeitet. Und hier ist wichtig, dass man zum Beispiel bei den Überlappungen tackert und vor allem bei Durchdringungen mag ja irgendwie keiner. Da muss man natürlich auch genau schauen, wie man das später anschließt, damit das auch winddicht ist. Jetzt ziehen gerade der Holger und der Jochen die Transferfolie ab. Die Bahn heißt Fronta Penta Connect, also Solitex Fronta Penta Connect. Und Connect heißt immer, dass schon Klebestreifen angebracht sind, dass man ganz einfach das runterziehen kann. Und das, was wie ein Teigschaber, wie sie das hier nennen, aussieht, ist der Pressfix von Proclima. Und der Jochen fährt damit quasi das Klebeband nach. Das macht man auch bei normalen Klebebändern, damit der Anpressdruck besser ist und die Bahn einfach dauerhaft hält. Und es gibt wohl Studien und Experimente, die zeigen, wenn man richtig mit so einem Anpressfix und nicht nur mit der Hand das fixiert, dass die Bahn einfach viel besser hält. Das war's von mir von dieser Baustelle. Ich werde jetzt dann nach Hause fahren und die Bilder aussortieren, Videoschneiden und alles Interessante dazu finden Sie dann im Proclima-Blog und auch auf Proclima Flickr.